Oh mein Gott, Freunde, das neue Update ist zu krass. Wir haben nicht nur richtig viele neue Skins, einen neuen Brawler, sondern auch neue Gratisbelohnungen und einen neuen Modus. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, es ist einfach zu krank. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Brawl Talk und damit auch ein neues Update in Brawl Stars. Und es ist einfach echt geisteskrank, was alles kommt. Es ist sehr, sehr heftig. Lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr auf jeden Fall euch auch auf das Update freut. Ich würde sagen, auf dieses Video einfach mal 20.000 Likes. Würde mich sehr freuen, Leute. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Vergesst aber natürlich auf gar keinen Fall den Dernita Geburtstagsmerch, Leute. Er kommt auch an Halloween raus, am 31. um 14 Uhr auf damage.de. Limitiert noch 2.000 Stück. Seid schnell, wenn ihr was bekommen wollt. Auch ein Gewinner bekommt ein goldenes Ticket, den wir dann zu Hause besuchen werden. Also es ist ultra krass, gönnt euch gerne. So Freunde, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein mit den Skins als erstes. Wir bekommen dieses Mal richtig fett viele Skins. Das ist unfassbar. Das sind irgendwie 20 Stück oder so. Und zwar, ja, starten wir als erstes einfach mal rein mit dem Search Kong. Einfach so ein King Kong Search. Sieht auf jeden Fall echt sehr, sehr witzig aus, muss ich sagen. Finde ich cool. Captain Crow haben wir als nächstes. Finde ich eigentlich auch ganz nice, muss ich sagen. Auch coole Effekte. Dann Squeakbuster Gale. Alter, das ist einfach ein Gale, der Squeaks jagt. WTF. Aber sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Direktor Bass haben wir als nächstes. Ja, der ist auf jeden Fall ganz okay, muss ich sagen. Dann haben wir als nächstes auf jeden Fall den Cat Burglar Jesse. Ihr seht auch schon, das ist dieser Skin, der angekündigt wurde. Mit dem kann man dann auch das Preisgeld finanzieren. Aber dieser Skin ist auch tatsächlich, glaube ich, gratis erhältlich, Leute. Ultra krass. Wie das genau möglich ist, erkläre ich euch gleich. Genau, dann haben wir noch ein Jesse Remodel. Also Jesse kriegt ein neues Aussehen. Komplett sozusagen der Brawler an sich. Ihr seht es ja hier, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Also sieht nice aus, gefühlt sieht Jesse jetzt noch jünger aus als vorher, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall ganz nice, kann man mal machen. Genau, dann haben wir noch neue Gold-Skins auf jeden Fall. Wir haben einmal Gold Amber, Gold Colette, Bibi, Karl und Dynamike. Es kommen ja mittlerweile für jeden Goldskins raus. Ich muss dann wahrscheinlich auch Gold sogar aufladen dafür, weil so viel Gold habe ich dann auch nicht mehr. Aber ja, ich werde mir die trotzdem alle holen, ihr wisst es ja, Freunde. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes die Halloween-Skins, Freunde. Und die sind geisteskrank. Ich muss echt sagen, die sind übertrieben heftig. Wir haben Swamp Genie. Alter, wie krass sieht der aus, bitte. Mega krass, Leute. Der hat ja auf jeden Fall so eine Art Fisch, ne? Das ist genau, glaube ich, dieser Brawler, wo alle dachten, der, glaube ich, mal in diesem See war. Das war einfach Swamp Genie damals. Der sieht echt mega geil aus, hat ultra coole Effekte. Und ich glaube, mein Lieblingsskin, Ghost Squeak. Alter, wie heftig ist der? Das habe ich mir gewünscht, dass für Squeak ein Skin kommt. Und wie geil sieht der bitte aus? Einfach mal so ein Geist. Richtig, richtig geil. Dann haben wir noch den Headless Rider Stu. Auf jeden Fall auch sehr nice. Und noch den Count Pengula, also Graf Dracula, Mr. P sozusagen. Mega cool, passt gut, sehr, sehr gut zu Halloween. Ich werde auch alle Skins wahrscheinlich wieder in einem Video zocken dürfen, vor allen anderen Leute. Also unbedingt ein kostenloses Abo da lassen auf dem Kanal. Es wird sich lohnen, sage ich euch, denn wir kommen auch gleich zur neuen Saison. Denn es wurde auch die neue Saison 9 Brawlywood vorgestellt. Also ja, wie ich schon richtig vermutet hatte, im Hollywood-Style. Und dort haben wir auf jeden Fall auch einige sehr nice Sachen. Zum Beispiel auch erstmal wieder ein Skin, und zwar der B800 Bull. Also es ist so ein Cyborg Bull, der sieht auf jeden Fall auch cool aus. Und jetzt kommen wir, würde ich sagen, mal zu dem neuen Brawler Lola. Denn wir haben einen neuen chromatischen Brawler Lola. Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Der hat eine ganz, ganz kuriose Funktion, die ich euch gleich erkläre. Grundsätzlich finde ich es schon mal cool, dass ein neuer Brawler kommt und eine neue Saison. Ich hätte mir jetzt vielleicht auch einen seltenen Brawler gewünscht, aber vielleicht kriegen wir den nächstes Mal. Denn, ja, ich werde euch gleich noch erzählen, wann der nächste Brawler dann auch schon kommt, wieder nach dem. Genau, der chromatische Brawler Lola ist ein Range-Brawler. Ihr seht es auch schon. Er hat auch relativ viel Leben, muss man sagen. Und, ja, das Interessante an dem Brawler ist aber vor allem, finde ich, die Ulti, Leute. Mit der Ulti kann sie sich selbst einfach mal klonen. Und dieser Klon attackiert genau wie ihr. Das ist quasi ein Spiegelbild von euch. Was echt krass ist. Dann ist man direkt 2 gegen 1 sozusagen mit dem Gegner. Die Ulti kann man, so wie ich das jetzt gesehen habe, eben placen einfach. Und dann quasi zusammen attackieren. Das heißt, der Gegner muss sozusagen entweder euch killen oder den Klon zuerst. Und dadurch hat man einen riesigen Vorteil. Was ich echt mega cool finde. Das ist eine sehr, 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 sehr geile Ulti.
Und ja, der Brawler ist auf jeden Fall dann dementsprechend natürlich chromatisch, wird wahrscheinlich im Brawl Pass dann dementsprechend wieder sein und kriegt auch noch einen Skin, und zwar der Chola. Also der Brawler heißt Lola, der Skin heißt Chola. Auch der Skin sieht auf jeden Fall echt nice aus, muss man sagen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Wenn ihr noch genaueres zum Brawler wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Abo da. Da werde ich natürlich auch zum Brawler auch noch genauere Sachen machen. Es kommen jetzt generell viele, viele Update-Videos und Streams die nächsten Tage. Ihr könnt euch drauf freuen. Und das war's aber noch nicht, Leute, denn wir haben noch einige richtig coole Sachen mit dabei. Zum Beispiel, ich habe es eben schon angesprochen, der Cat Burglar Jesse Skin, also der für die WM, der wird tatsächlich gratis erhältlich sein. Und zwar ist es eine mega geile Sache, dass am 26. November ja die Brawl Stars WM ist, also die besten Spieler der Welt treten um bis zu 1 Million $ Preisgeld an. Dort kann man quasi tippen, wer gewinnt. Und wenn man richtig tippt, bekommt man dafür Belohnungen, was echt mega geil ist. Ihr seht hier zum Beispiel einen Pin als Belohnung, Starpunkte, Münzen und auch einfach mal diesen Skin, was ultra geil ist, Leute. Das heißt, wenn ihr richtig viele Punkte da habt, dann kriegt ihr einfach mal kostenlos den neuen Skin vor allen anderen, was übel geil ist. Ich glaube, dadurch macht die Brawl Stars WM noch viel, viel mehr Spaß für alle. Und genau, das war's auch noch nicht, Leute, denn wir haben nochmal einen neuen Modus. Das ist auch richtig cool, beziehungsweise es ist ein Modifier. Ihr seht das schon, wie das aussieht. Und zwar ist das für jeden Modus. Also das wird es für, zum Beispiel, wie hier zu sehen, für Hotzone geben, aber auch für Showdown und so weiter, was ich halt sehr, sehr krass feier. Und zwar werden alle 7 Sekunden die Brawler für 7 Sekunden unsichtbar. Alle. Das heißt, man muss nicht Leon haben, man wird auch so schon unsichtbar. Und dadurch ergibt sich ein ultra krasses Spielgefühl. Ihr müsst euch überlegen, ihr seid in Showdown als Beispiel in der Wirbelhöhle und alle sind komplett unsichtbar oder in irgendeiner Range-Map. Das heißt, man kann einfach Bull nehmen auf einer Range-Map und versuchen, zu den Brawlern zu kommen, als Beispiel. Das ist übel geil. Ich glaube, das wird richtig Bock machen. Finde ich auch, glaube ich, sogar cooler als dieses Friedhofs-Fight, weil da wurde eben immer nur derselbe Brawler gespielt. Also das ist auch eine sehr geile Funktion, die kommt, muss ich sagen. Außerdem haben wir natürlich auch neue animierte Pins, wie ihr hier sehen könnt, auch teilweise im Halloween-Style. Und jetzt ganz, ganz wichtig an alle, die sich jetzt fragen, was ist mit Clubkriegen? Leute, im November kommt das Club-Update und ein neuer Brawl Talk. Das hat auf jeden Fall Frank hier nochmal bestätigt im Brawl Talk. Mega geil, Leute. Lasst ein Like da. Ich fand auf jeden Fall den Brawl Talk sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht, den zu schauen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das auch feiert. Ich würde sagen, wir sehen uns und damit. Ciao, ciao.